Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, diesmal über die Quanta mit dem Christoph und natürlich wieder mir, dem Manuel. Die Quanta ist eine Waffe, die zwei Laserstrahlen verschießt und auch ein alternatives Feuer hat, und zwar ist das eine Kugel. Das kannst du kurz mal zeigen. Da kommt er. Eine Kugel, die irgendwie, ich glaube, bei Aufprall explodiert. Haben die sonst noch irgendeinen Effekt? Ja, die blitzen so Dinger raus und man kann sie sprengen, indem man drauf schießt. Und mit Mirage ist das lustig. Und sie kosten 10 Magazin. Und wenn man das macht, ist die Waffe ziemlich schnell. Und ja, kannst du nochmal kurz die Laser zeigen? Das sind halt einfach zwei parallele. Ja, okay, sind nicht ganz parallel, sind aber zwei Laser. Die eben ganz normal Schaden machen, wie zum Beispiel das Fluxgewehr. Außerdem hat die Quanta eine infizierte Version, die ich jetzt hier mal dabei habe. Hat oben so Tentakelviecher dran. Ich glaube, dann bin ich wieder dran, oder? Ja. Muss ich jetzt echt was sagen? Ja, musst du. Okay, ich glaube, also gibt es ein Energielabor. Schon fertig? Na dann. Die Waffe macht keinen normalen Schaden. Was mal wieder ein Vorteil ist oder ein Nachteil, je nachdem, wie ihr es machen wollt, ob ihr Mod, also wie ihr es modden wollt und so weiter. Vorteil ist, dass man eben durch die. Was? Tja, Bumerang-Effekt. Dass man durch die 220 Elektrizitätsschaden, die die Waffe hat, leicht auf Korrosion modden kann, was Christoph und ich gerne machen, weil wir zu faul sind, für jeden Gegner die Dinger zu ändern. Ich habe jetzt gerade Blitz und Explosion drauf, aber. Unsere Elementar-Dinger zu modden. Wenn euch das interessiert, wie man gegen die unterschiedlichen Fraktionen moddet, solltet ihr euch die Videos von Mogamo anschauen. Er macht das professionell, aber wir sind einfach nur faule Säcke. Ja. Außerdem hat die Waffe keinen Standardschaden, wie zum Beispiel Schnitt, Durchschlag, Einschlag und so weiter. Sie hat eine Feuerrate von einem Schuss pro Sekunde, eine Nachladezeit von 2 Sekunden, ist doch auch mal schön, runde Zahlen. Sie hat eine 10%ige Statuschance, macht einen kritischen Schaden von mal 2. Dann hat sie noch eine Delta-Polarität. Ich habe absolut keinen Plan, wieso die Waffe eine Delta-Polarität hat, aber wait. Um Eisschaden drauf zu tun. Wer tut Eisschaden auf die Waffe? Ich nicht. Und was schön an der Waffe ist, ist eben der Rechtsklick, weil man sie dadurch gut zur Verteidigung mitnehmen kann. Und weil es halt einfach Stil hat. Was nicht so geil an der Waffe ist, ist, dass wenn wir sie aufnehmen, mein Spiel einfach derbe leckt! Und weißt du, was auch geil ist? Ich? Nee, egal, mach einfach weiter. Du bist. Das ist fertig? Ja, immer noch. Okay. Ja, modden, auch wenn Herr Manuel es irgendwie komplett schon eigentlich erwähnt hat. Theoretisch Korrosion. Oder Blitz halt auf Standardschaden, da ja Standardschaden Blitz. Theoretisch alle anderen Kombinationen mit Blitz auch möglich. Ich habe jetzt, da die Delta-Polarität am Anfang ist, habe ich Eisschaden und Feuerschaden drauf. Der gehört zu uns. Für Explosion, und ganz rechts habe ich auch Blitzmod, die Eventmod. Dann habe ich noch Einkerbung drauf. Ihr könnt auch geteilte Kammer drauf machen, dann ballert halt zwei von den Kugeln. Kann passieren, dass die sich halt treffen und dann gleich explodieren. Vor allen Dingen, wenn ihr noch Heavy Caliber drauf habt. Ja, diese Klötze da sind zwar ziemlich stark, aber leider ist dann die Waffe halt auch relativ schnell leer. Außer jetzt bei so ganz schwachen Gegnern. Machen die Kasten einem selber Schaden? Moment. Soweit ich weiß nicht. Schaust du mal noch kurz? Moment, muss nachladen. Lass den mal bitte leben. Schön. Brauchen den Gegner. Kannst du mal aufhören? Das macht doch nur Spaß. Na, dann soll ich ja nicht auf Schaden machen. Nee, das kannst du uns ja dann später noch mitteilen. Ich mach dann damit weiter, ob ihr euch die Waffe besorgen solltet. Sie hat Stil. Es ist jetzt okay, stärkst. Ich sag's jetzt. Einfach weil du gerade redest. Nein, dann bekommt keinen Schaden. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, man kann, wenn man will, schweres Kaliber drauf tun. Nicht schweres Kaliber. Geteilte Kammer und eine Schrotflinte zusammen. ob ihr euch die Waffe zulegen solltet. Es ist ganz lustig mit den Kugeln. Es sieht auch ziemlich lustig aus von hier oben. Wie gesagt, vom Schaden her ist sie nicht die beste. Aber wenn man halt die Munte des Quanta, wie ich hier hat,
dann ist er schon fast ein Muss, wobei ich bisher nicht zum Farmen gekommen bin. Die Waffe sieht halbwegs lustig aus. Ich glaube, sie macht auch relativ Spaß. Boah. Vor allen Dingen mit Mirage ist das geil. Mit Mirage kann man aber prinzipiell Scheiße bauen. Siehe Mirage Bug. Exakt, die Waffe kriegt von uns 7 von 10 Daumen. Seit wann wertet man den Daumen? Seit jetzt! Okay. Also ja, kommt relativ hin. Die stärkste, aber es macht Spaß. Und ja, die Puzzle Lock hat übrigens 9,5 von 10. Was hat ein Kerstrap? Man wirft den Boomerang gegen die Wand, Gegner steht hinter einem und ihn haust um. Das klingt doch lustig. Und das war's dann auch schon wieder über die Mutualist Quanta. Entschuldigung, die Quanta. Ich verwechsel die ständig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Abo, Like, freut uns natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich sag ja. Also, da Manu ja eh nicht mehr mitmachen will. Servus.